Seit in Wien die Parkpickerlzonen ausgeweitet wurden, haben sich die Parkstrafen in manchen Bezirken fast vervierfacht, was, um es vorsichtig auszudrücken, keinen freut. Im folgenden Fall muss man sich aber wirklich fragen, was sich die Park-Sheriffs dabei gedacht haben und wie eigentlich in der Zentrale der Parkraumbewirtschaftung gearbeitet wird. Romana Kienesberger berichtet. Herr Steinbichler hat neben seiner Arbeitsstelle seinen eigenen Behindertenparkplatz. Den braucht er, da er gehbehindert ist. Sein Autokennzeichen ist deutlich auf dem Parkschild ausgewiesen. Aber trotzdem wurde er gestraft. Heute konkret wollte mit der Parkraumüberwachung darüber reden. Diese verwies uns auf die Polizei. Und dort sagte man uns, der Gesetzgeber, also das Justizministerium, sei zuständig. Interview bekamen wir jedenfalls keines zur seltsamen Geschichte rund um den Behindertenparkplatz. Seit 10 Jahren circa habe ich nie Probleme gehabt. Und auf einmal kriege ich einen Strafzettel, denke ich mir, was soll das? Da oben ist eh die Nummer angeschrieben, das Auto ist dieselbe Nummer. Passt, ja. Einen von etwa 1000 persönlich gewidmeten Behindertenparkplätzen hat Herr Steinbichler in der parkraumgeplagten Großstadt. Also glaubte er, er sehe nicht richtig, als er einen Strafzettel auf seinem Auto vorfindet. Was macht er also? Er meldet sich bei der angegebenen Nummer. Da habe ich angerufen und habe die Auskunft bekommen, ich müsste den Ausweis aufs Armaturenbrett legen, dass es sichtbar ist für alle. Habe ich gefragt, was das soll. Ich habe das Kennzeichen ist auf der Tafel drauf. Mein Auto steht auf meinem Parkplatz. Und das Kennzeichen ist überall klar ersichtlich. Doch die Dame von der Parkraumüberwachung beeindruckte das wenig. Schließlich könnte man ja alles Mögliche mit seinem Behindertenausweis treiben. Das wurde ihm unterstellt, sagt Herr Steinbichler. Ich habe gemeint, naja, man könnte Schindluder damit treiben, also Missbrauch treiben. Ich könnte den Ausweis herburgen, dass jemand anderer den Ausweis benutzen könnte. Oder ich könnte irgendjemandem mein Auto herburgen und ich selber mit einem anderen Auto und dem Ausweis woanders hinstellen. Dass am Ausweis deutlich das Kennzeichen draufsteht, weiß man dort anscheinend nicht. Aber wie gesagt, das ist aber nicht möglich, weil ja das Kfz-Kennzeichen auf dem Ausweis drauf ist. Also kann man keinen Missbrauch treiben. Also begannen nun lange Wege für den gehbehinderten Herrn Steinbichler. Er wollte wegen der Parkstrafe vorsprechen, leider umsonst. Obwohl man ihm vorher am zuständigen Polizeiposten telefonisch folgende Auskünfte gab. Aber wenn Sie zu uns kommen und sich legitimieren, dann werden wir es zurückziehen. Die hätten ursprünglich 70 Euro verlangt, aber sie haben gesagt, ausnahmsweise nur 36. Ja. Dann bin ich ins Wachzimmer runtergegangen. Die haben gesagt, nein, sie dürfen das nicht. Ich müsste direkt dorthin fahren zur Parkraumüberwachung von der Landespolizeidirektion. Wo es natürlich keinen der wenigen allgemein benutzbaren Behindertenparkplätze gibt. Wieder ein langer Weg für Herrn Steinbichler, der glaubte, das war's jetzt. Sie haben da gesagt, es ist erledigt. Ich brauche nichts mehr zahlen. Zu früh gefreut. In der Zwischenzeit kam nämlich die Mitteilung, dass die Behörde ein Strafverfahren einleitet. Und plötzlich beträgt die Strafe für seinen eigenen Parkplatz wieder 58 Euro. Herr Steinbichler versteht nun gar nichts mehr. Fast 10 Jahre lang nie was gewesen, gar nichts. Aber seitdem jetzt das natürlich mit der Parkraumausweitung ist und so, ja, und den sogenannten Krieg gegen die Autofahrer, was geführt wird, wird da rigoros alles versucht, um zu Geld zu kommen. Nicht einmal bei uns Behinderten und chronisch Kranken wird Halt gemacht. Also scheint die Lauferei für den gehbehinderten Herrn aufs Neue zu beginnen. Der Herr Steinbichler versteht das nicht, ich auch nicht. Gott sei Dank haben wir einen Juristen bei uns, Magister Martin Hofer, Chefjurist beim ÖMTC. Schönen guten Abend. Guten Abend. So, also einen persönlich gewidmeten Behindertenparkplatz bekommt man ja sowieso nur mit Ausweis. Jetzt ist der Herr Steinbichler da 10 Jahre gestanden, mit dem Auto, dessen Kennzeichen auf dem Ausweis steht und auf dem persönlichen Tafel. Was hat er falsch gemacht? Ich verstehe es nicht. Ja, das Gesetz sagt, dass wenn man in einem solchen persönlich gewidmeten Behindertenparkplatz das Fahrzeug abstellt, eben auch der Behindertenausweis hinter die Windschutzscheibe gelegt werden muss. Ich darf zwar parken, muss aber zusätzlich diesen Ausweis hinterlegen. Warum? Und dann,
Ja, es geht eben, da hat die Behörde meines Erachtens schon im Prinzip richtig argumentiert, es könnte jemand anderer auch tatsächlich gleichzeitig mit diesem Ausweis wo mitfahren und in einem anderen Halteverbot zum Beispiel erlaubterweise stehen. Daher, es geht hier schon um die Beweiserleichterung, nur im Ergebnis kann man natürlich sagen, unser Seher hat ja nichts Illegales getan. Er hatte das Fahrzeug tatsächlich dort erlaubterweise abgestellt. Er hätte nur müssen eben zusätzlich den Beweis anbringen. Und 10 Jahre lang war das vollkommen in Ordnung? Gewohnheitsrecht, da werden wir keine Chance haben, damit zu argumentieren. Mhm. Ich möchte nur auf etwas hinweisen. Es ist ja unabhängig von diesem Behindertenparkplatz in diesem Gebiet auch eine Kurzparkzone. Und in Kurzparkzonen muss man grundsätzlich auch, wenn man kostenlos und zeitlich unbegrenzt parken möchte als Behinderter, den Behindertenausweis hinter die Scheibe legen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er bestraft wurde wegen des Parkens am Behindertenparkplatz oder in der Kurzparkzone. Beides würde ja bei der MA67 verfolgt werden. Also grundsätzlich kann ich nur den Rat geben, immer diesen Ausweis hinter die Scheibe zu legen. 58 Euro, aus welchem Topf das dann, in welchen Topf die fließen, glaube ich, ist eine Hand relativ die andere, Wurst. Genau, ja. Jetzt um Gottes Willen, wenn der Herr Steinbichler sein Auto in die Reparatur bringt und sich einen Leihwagen nimmt, darf er dann dort parken oder nicht? Naja, dieser Stellplatz ist ja auf das Fahrzeug mit einem bestimmten Kennzeichen freigehalten. Ja. Das Gesetz sagt nur, dass man natürlich mit dem Fahrzeug, auf das dieses Kennzeichen lautet, dort stehen darf. Jetzt wird es natürlich schwierig. Keiner wird mit dem Originalkennzeichen, wenn das in der Werkstatt ist, dort parken wollen. Er hat dafür einen Ersatzwagen. Ich würde raten, ich kann aber nicht versprechen, dass das völlig reibungslos funktioniert. Na, wir machen Sie persönlich haftbar, wenn das nicht passt. Nein, also sagen Sie mal. Der Tipp wäre, entweder zu schauen, ob man sonst irgendwo einen Parkplatz findet. Das ist einmal ganz legal, denn dort, er kann ja in der gesamten Kurzparkzone mit seinem Behindertenausweis ja kostenlos und zeitlich unbeschränkt parken. Er dürfte nur eben nicht in den Behindertenparkplatz. Wenn er aber eine Kopie des Zulassungsscheins hineinlegt, und eine Notiz, bitte, das ist ein vorübergehender Leihwagen, wirklich berechtigt ist der, der sein Kennzeichen dort auf dem Zulassungsschein hat. Und außerdem, wenn alle Strick reißen und Sie glauben mir das nicht, dann rufen Sie mich an, dann sollte ein vernünftiger und einigermaßen mitdenkender Straßenbeamter hier also von einer Anzeige Abstand nehmen. Garantie, wie gesagt, ist es nicht. Dann müssten wir uns halt im weiteren Verfahren damit auseinandersetzen. Und dann würde man ja doch argumentieren können, dass die Folgen der Tat gering waren und das Verschulden insofern auch gering ist, wenn er ja keine Alternative gefunden hat. Wie gesagt, das würde Papierkrieg bedeuten. Ich glaube aber trotzdem, und da appelliere ich an die Vernunft auch der Behördenorgane und der Vertreter auf der Straße, hier nicht unbedingt ein Exempel zu statuieren. Hier haben wir es ja damit zu tun, dass der von Haus aus offenkundig nicht das Kennzeichen auf dem Fahrzeug mit dem Kennzeichen auf der Tafel in Zusammenhang gebracht hat. Aber prinzipiell gibt es ja nur gute Neuigkeiten. Behinderte brauchen bitte keine Kurzparkscheine, keine Parkuhren und kein Parkpickerl, sobald sie ihren Ausweis hineinlegen. Dann dürfen sie unbeschränkt und kostenlos parken. Herr Magister, vielen Dank, dass Sie bei uns